Wie jede Woche beginnen wir auch heute mit dem S1-Spiel der Runde. Für Schlehdorf stand der Aufstieg in die zweite Landesliga ja schon seit voriger Woche fest. Nun sollte auch noch das Meisterstück folgen. Die 240 Zuschauer sahen ein sehr emotionales Fußballspiel mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Hallo und herzlich willkommen zum S1-Spiel der Runde zwischen Oberndorf und Schlehdorf. Wir von den Salzburger Nachrichten haben diese Partie ausgewählt, weil man gespannt sein darf, ob Schlehdorf seiner Favoritenrolle gerecht wird und den Meistertitel in der ersten Klasse Nord vorzeitig perfekt machen kann. Schon vor Spielbeginn schworen sich die Spieler des USV Schlehdorf ein. Nach dem 7:0 Kantersieg vorige Woche gegen den USV Salzburg stand der Aufstieg in die zweite Landesliga bereits fest. Heute sollte nun der Meistertitel mit einem Sieg gegen den Oberndorfer SK vorzeitig gesichert werden. Es lief aber von Anfang an nicht nach dem Wunsch des Meisteraspiranten, denn die ganz im Blau spielenden Hausherren gingen sehr beherzt in diese Partie. Oberndorf versuchte sofort Druck zu machen. Hier eine schöne Aktion in der 5. Minute. Markus Vordermeier sieht den freistehenden Daniel Lebesmühlbacher. Ein herrlicher Doppelpass mit Andreas Bohaska und der Schlehdorfer Torhüter kann gerade noch mit dem Fuß retten. Auch Trainer Melchhammer ahnte nichts Gutes. Doch dann kam die 24. Minute. Ein schneller Einwurf von Halilovic. Berisha fault den Schlehdorfer Kapitän Bruckmoser. Schiedsrichter Schickbauer entscheidet sofort auf Freistoß. Bradovic richtet sich den Ball, Matthias Schwab steigt ideal auf und erzielt per Kopf das 1:0 für Schlehdorf. Er zirkelt den Ball schön in den 16er. Für den Oberndorfer Keeper Hauthaler gab es da nichts zu halten. Oberndorf ließ sich aber nicht entmutigen und drängte zum Ausgleich. 5 Minuten später. Eckball Oberndorf, Keeper Roland Brandstätter fährt daneben und Daniel Lebesmühlbacher macht ganz trocken das Tor zum verdienten 1:1 Ausgleich. Besonders im Mittelfeld wurde um jeden Ball gekämpft, es blieb aber beim 1:1 Halbzeitstand. Ja, erste Halbzeit waren wir eigentlich spielbestimmend, sage ich mal. Schlehdorf glücklich in Führung gegangen. Wir haben uns Gott sei Dank wieder zurückgekämpft und ja, im Prinzip war es das. Mit Beginn der zweiten Halbzeit hatte sich auch die Sonne durchgekämpft und das Spiel begann so emotional, wie die erste Halbzeit geendet hatte. Die erste gute Möglichkeit hatte Oberndorf, doch Lebesmühlbacher zieht knapp vorbei. Schlehdorf hielt dagegen ein schönes Dribbling von Thomas Neumeier. Bratic kann aber zur Ecke klären. Beide Mannschaften wollten unbedingt das Tor. Wir springen zur 77. Minute. Ein hoher Schuss Richtung Tor. Torhüter Brandstätter kann zwar noch parieren, aber Berisha steht goldrichtig und staubt zum 2:1 für Oberndorf ab. Auch die letzte Aktion, ein Freistoß, brachte Schlehdorf nichts ein. So blieb es beim 2:1 Endstand. Da zeitgleich der SV Salzburg 3:2 gegen Matze verlor, stand mit dem Abpfiff fest, der neue Meister heißt Schlehdorf. Bei den mitgereisten Fans und den Spielern brachen danach alle Dämme. Die Freude war riesengroß, aber auch die neuen Ziele sind schon klar gesteckt. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Landesliga, es hat der Vorstand hat sich auch bemüht, einige junge Spieler zu holen. Es sind ein paar Abgänge, die wir, glaube ich, auch ausmerzen können. Und wir wollen auch in der zweiten Landesliga auf jeden Fall unseren Namen gerecht werden und mit Schlehdorf unter den ersten 5 mitzuspielen. Und wie immer bedankt sich der USV Schlehdorf bei seinen Fans mit der Welle. In diesem Fall mit der Meisterwelle.